Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Man überlegt ja mal so, was macht man für Videos, ne? Womit kann man euch erfreuen oder was interessiert euch? Man kann ja nicht immer nur mit irgendwelchen leeren Schachteln hier sitzen. Okay, kann man auch machen. Aber ehrlich gesagt, ich verbrauche gar nicht so viel. Ich bin da relativ sparsam. Oder die Produkte sind ja auch sehr sparsam, wie zum Beispiel diese Duschgele. Ich habe mir gedacht, ich stelle euch heute mal meine liebsten Duschgele vor, die ich so seit einigen Monaten, also die auf jeden Fall seit einigen Jahren sogar schon, das ist noch relativ neu auf dem Markt, aber was ich so für mich entdeckt habe, was ich toll finde, beginne ich jetzt mal. Okay, unspektakulär, das hatte ich glaube ich im letzten schon vorgestellt, dieses hier, unter Favoriten hatte ich das ganz simpel, ganz easy, Balea, Totes Meer, Salz. Duschgel, super. Wer jetzt nicht viel Geld ausgeben möchte und trotzdem ein pH-neutrales Duschgel möchte, wo die Haut nicht so austrocknet, kann ich sehr empfehlen. Next one ist Frangipani Blütenöl. Das ist irgendwie so eine Blüte, so eine exotische, dieses Nivea. Diese Nivea-Leute, die lassen sich auch mal wieder was einfallen, ne? Mit ihren Duftrichtungen. Das hat diese so kleine Ölkügelchen sind in diesem Duschgel enthalten. Das kann man leider nicht sehen. Ist auch ein ganz frischer, angenehmer Duft. Dann habe ich jetzt etwas für den Winter letzte Woche gekauft. Ich kann es nicht aussprechen. Le Petit Marseillais oder wie das heißt. Ich kann nicht so gut Französisch. Das ist Duschgel, also Vanille, so eine Milch, so eine Duschmilch, also Vanille. Ich hatte im Sommer auch schon mal Pfirsich. Das war mir ein bisschen zu süß. Und das riecht so schön winterlich. So warm. Warme Vanille. Das ist sehr schön auf der Haut. Benutzen übrigens auch Männer gerne, habe ich gehört. Und die absoluten Favoriten sind diese Duschschäume. Das ist eigentlich ein Duschgel und wird unter der Dusche zum Schaum. Einmal mit süßer Orange und Zedernholz und das ist mit süßer Mandel und indischer Rose von Naturals. Die sind so ergiebig, also das ist unfassbar. Man braucht wirklich nur, also nicht doll drauf drücken, nur so ein klein, also wirklich, also minimal da drauf drücken. Und ich mache das jetzt mal. Also, so, ja, seht ihr? Es wird schon zum Schaum. Und in Verbindung mit Wasser wird das dann, also da braucht man fast nichts. Es ist unglaublich ergiebig. Ein ganz fluffiger, lockerer, nicht herunterfallender, schöner Schaum. So, das gibt es also, wie gesagt, glaube ich, auch für Männer gibt es ganz viele Richtungen und in manchen Kaufhäusern gibt es auch diese Rituals-Abteilungen oder spezielle Fachgeschäfte. Also wenn man jetzt so ein bisschen so ein Problem hat, dann denkt, ach Mensch, das ist vielleicht teuer. Die Kosten, also über 10 Euro, das ist immer unterschiedlich. Es gibt ja auch so Outlet-Stores, ne? Da gibt es diese Produkte auch. Es ist so sparsam, also so ergiebig. Man muss das allerdings mögen. Die Düfte sind sehr intensiv und dann noch das Körperpeeling von denen. Das ist dieses Himalaya Scrubs. Auch mit, das ist die gleiche Richtung wie das Teil. Das ist indische Rose und süße Mandel. Hatte ich jetzt letztens in diesem Manicure-Video auch als Handpeeling benutzt. Das ist so ein ölhaltig, so ein bisschen. Seht ihr vielleicht noch? Habe ich gut im Gebrauch, auch ganz toll, wenn man jetzt in der Sauna war, ja, und danach sich schön so ein Körperpeeling macht. Die haben wirklich sensationelle, tolle Produkte. Sehr hochwertige, schöne Produkte, die man allerdings auch bezahlen kann, ja. Ich bin immer wieder von Rituals völlig begeistert, wenn ich in diesen Geschäften bin. Man kann auch alles probieren. Die haben auch da ein Waschbecken und da kann man sich die Hände waschen und die Hände eincremen. Meine Handcreme ist leider mit Bambus irgendwie war das eine. Die gibt es nicht mehr, die ist nicht mehr im Programm. So, und dann habe ich noch eins von der Firma L'Occitane. Da habe ich jetzt nur noch so eine kleine Reisegröße. Da gibt es Rose und Pfingstrose. Das ist speziell Rose. Auch schöner Duft. Allerdings,
werde ich den mehr wieder im Frühjahr und Sommer benutzen. Aber wenn ich jetzt verreise, mal so ein Wochenende, ist so eine kleine Größe immer prima. Da muss man nicht so eine riesige, schwere Flasche mitnehmen. Ja, das sind jetzt die Duschgele, die ich bevorzuge, also die ich jetzt die letzten Monate bevorzugt habe. Und das wollte ich euch mal vorstellen. Und beim Zusammensuchen habe ich mir gedacht, so, die hatte ich nämlich in so einer Dose drin. Das sind nämlich solche Cremes, das ist also Cremes, logisch. Das ist eine Augencreme und das ist die Rosencreme. Und die Rosencreme, die habe ich das letzte Mal benutzt, als es noch kalt war. Weiß ich nicht, Februar, März. Und hatte die so zusammengeduddelt hier. Und jetzt habe ich die auseinandergemacht und habe gesehen, dass das kaputt gegangen ist, dieses Tübchen. Und habe die aufgemacht und dachte, und die riecht muffig. Und das Gleiche ist mit dieser Augencreme passiert. Also da ist noch ein bisschen was drin, aber die fliegen weg. Ich glaube, diese Hauschka-Produkte, die ist in der Naturkosmetik gut. Die haben auch Konservierungsstoffe drin, also irgendwelche Stoffe, die ein Produkt haltbar machen. Aber das ist genau das, was ich euch gesagt habe. Wenn das Teil offen ist, dann ist das nur bedingt begrenzt haltbar. Also ich kann sie nicht wieder verwenden. Die fliegen jetzt weg. Also nochmal, achtet bitte auf die Haltbarkeit eurer Produkte, besonders Cremes, also die ihr ins Gesicht gebt und auch von so dekorativer Kosmetik, Lippenstifte, Mascara, alles was um die Augen herum, auch so ein Primer. Und ein weiteres tolles Produkt, was ich jetzt auch wieder nachkaufen muss, gerade im Winter, das ist dieses Oil Magic, dieses Pflegeöl, das ist Kokosöl, was ich in die Spitzen gebe, in die feuchten Spitzen oder auch in die trockenen Spitzen. Oder auch, wenn man sich den Ansatz selber färbt und sich die Haare dann abspült, die Farbe abspült, mache ich immer in die trockenen Resthaare dieses Öl, damit jetzt nicht diese dunkelblonde Haarfarbe jetzt so in die Spitzen so fließt. Und dann werden die nämlich so komisch, eine komische Farbe kriegen die dann. Das hat auch ziemlich, da habe ich einen ganz schönen Verbrauch gehabt. Das ist toll. Ja, ihr Lieben, das war wieder mal so ein kleines Verbraucher-Info-Video für euch. Meine Lieblingsduschgele. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so mögt. Es gibt ja so unfassbar viel. Mein Gott, wenn ich an früher denke, also als ich noch jünger war und sehr viel geflogen bin, dann hat man sich dann immer in diesen Duty-Free-Läden, hat man sich dann von den, vom Parfum, oder vom Lieblingsparfum, hat man sich dann ein Duschgel gekauft und eine Körpercreme. Also da bin ich irgendwie total von weg. Das ist mir zu viel, weil die doch sehr intensiv riechen. Also mir ist es zu viel. Aber mit den Düften, das ist immer so eine Sache, ne? Die einen mögen es schön kräftig, die anderen lieber ein bisschen leichter. Ja, also das sind meine Duschgele aus einem Fachgeschäft und aus der Drogerie. Und ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid glücklich und zufrieden. Wir haben jetzt ja, November, den traurigen Monat November, aber so traurig ist er gar nicht, auch wenn es draußen traurig aussieht. Wir nähern uns mit großen Schritten der Weihnachtszeit und mal sehen, was wir da so alles erleben. Ich werde natürlich weiterhin Videos machen. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und auch zu eurer Haut und zu euch selbst natürlich, zu euren Partnern, zu euren Kindern. Genießt das Leben irgendwie. Auch wenn es manchmal den Anschein hat, oh Gott, ne, meine Güte, was passiert da alles gerade? Ist ja so, man hat ja mal so Phasen im Leben, ne? So Phasen im Leben, wo es vielleicht nicht so gut läuft, aber positiv denken, es geht irgendwie immer weiter, obwohl irgendwas auch immer ist. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen so, also Zeitvertreib. Wir sind ja, wir YouTuber, wir sorgen ja für Zerstreuung, das ist ja so ein bisschen Unterhaltung und es ist schön, dass ihr dabei seid, dass ihr zuschaut, dass ihr auch meinen Kanal gefunden habt und ich danke nochmal fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.